Wir werden am nächsten Freitag den erweiterten Landesvorstand einladen, um auch nochmal klar zu machen, das ist ein offenes Verfahren. Es kann auch andere Kandidaten geben, aber zunächst einmal sind wir froh über die Bereitschaft von Ingbert Liebing, sich zur Verfügung zu stellen, wenn die Unterstützung die entsprechende ist. Ich will ausdrücklich nochmal sagen, dass der politische, berufliche Lebenslauf von Ingbert Liebing ihn geradezu für diese Arbeit prädestiniert. Wenn Sie sich einmal anschauen, dass er seine ersten Sporen in der Kommunalpolitik in der Stadt Neumünster erworben hat, auch als Fraktionschef, dass er später wissenschaftlicher Referent der Landtagsfraktion gewesen ist, persönlicher Referent des damaligen Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden Ottfried Hennig. Also insofern kennt er aus dieser Zeit auch das Landeshaus aus dem FF und in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter parallel Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung gewesen und gerade vor kurzem auch Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung Deutschlands und Sprecher in der Bundestagsfraktion für diesen Bereich. Das zeigt auch die unwahrscheinlich gute Verankerung seiner Arbeit auf Bundesebene. Und gerade weil wir als CDU Schleswig-Holstein so großen Wert darauf legen, dass wir die Kommunalpartei Nummer 1 sind, was die Wahlergebnis ja auch zeigt, ist es so wichtig, wenn jemand diese Erfahrung gesammelt hat, auch an der Spitze der Landespartei stehen wird. Aber wie gesagt, wir werden ein offenes Verfahren haben. Es sind Dinge zu besprechen und zu prüfen. Das gehört sich so. Und wir werden dann am Freitag darüber beraten, welche Empfehlungen wir dem Landesparteitag als erweiterter Landesvorstand geben werden.